Nächste Woche fliegt die Kanzlerin in die Türkei. Besuch bei Premierminister Erdogan. Eine Reise mit viel Aussicht auf Konflikte. Kollege Erdogan versucht wieder massiv in Deutschland türkische Politik zu machen. Aktuelles Beispiel: er fordert türkische Gymnasien bei uns. Angeblich ein Beitrag zur Integration. Die Kanzlerin dürfte noch etwas anderes mit Argusaugen verfolgen. Erdogan umwirbt deutsch-türkische Politiker und versucht, über sie Einfluss zu nehmen. Jens Kuhn über Propaganda vom Bosporus. Ekin Deligöz feiert in diesem Jahr Jubiläum. 30 Jahre lebt sie in Bayern. Ihren türkischen Pass hat sie abgegeben. Seit fast 12 Jahren sitzt sie für die bayerischen Grünen im Bundestag. Klingt alles ziemlich deutsch. Die türkische Regierung erhebt dennoch Anspruch auf Ekin Deligöz. Vor allem seit sie hierzulande politische Macht hat. Ankara versucht, Entscheidungsträger mit türkischen Wurzeln in Deutschland für sich zu vereinnahmen. Das hat sich in der letzten Zeit immer zunehmend gesteigert. Und ganz extrem war das dann nach der letzten Bundestagswahl. Es haben nicht nur mehrere Minister als auch der Parlamentspräsident persönlich gratuliert, angerufen, Briefe geschrieben. Im Februar dann diese Einladung nach Istanbul. Das Motto: wo auch immer einer unserer Landsleute ist, da sind auch wir. Von wörtlich Verwandten und Stammesangehörigen spricht die Türkei und meint Menschen wie Ekin Deligöz. Sie lehnt die Einladung nach Istanbul ab. Dem Aufruf, in ein Istanbuler Fünf-Sterne-Hotel zu kommen, folgen zwischen 1500 und 2000 Menschen, vor allem Politiker und Funktionäre. Erstmals im deutschen Fernsehen zeigt kontrovers Aufnahmen von der Veranstaltung. Auf ihr macht der türkische Ministerpräsident seine Ziele deutlich. Großmachtspolitik nach dem Motto: türkischstämmige aller Länder, vereinigt euch. Wir sind nun die Weltmacht Türkei. Das sollte jeder wissen. Die Türkei ist kein Land mehr, dessen Tagesordnung von außen bestimmt wird, sondern ein Land, das in der Welt die Tagesordnung bestimmt. Ali Ertan Toprak war mit dabei in Istanbul. Er berichtet, dass die türkische Regierung wörtlich dazu aufrief, die europäische mit der türkischen Kultur zu impfen. Von Impfung zu sprechen heißt, dass man dann halt Europa türkisieren möchte. So habe ich es verstanden. Parlamentarier aus Deutschland, die der Einladung gefolgt sind, wollen sich nur am Telefon äußern. Ein Interview mit Kontrovers lehnen sie ab. Die integrationspolitische Sprecherin der Linken in der Bremer Bürgerschaft, Sirwan Jakici, hält die ganze Debatte um das Treffen für maßlos überzogen. Ihre Amtskollegin bei den Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus, Canan Bayram, sagt, sie habe sich die Veranstaltung mal ansehen wollen. Auch mit nur mal ansehen sendet aber eine deutsche Politikerin ein Signal aus, meint ihre Parteifreundin aus dem Bundestag. Wenn ich dort hingehe, dann setze ich dort ein Zeichen, ich bin bereit. Und diese Bereitschaft wird dort anders wahrgenommen als womöglich in Deutschland. Ich erwarte von allen hier in Deutschland demokratisch gewählten Kräften, dass sie eine Distanz dazu aufbauen. Und dazu gehört es auch, sich zu überlegen, welche Zeichen man setzt und welche nicht. Ein Zeichen setzt auf dem Kongress die türkische Regierung. Teilnehmer berichten, dass es nur einen Redner aus Deutschland gab, den stellvertretenden Generalsekretär von Milli Görüş, Mustafa Yeneroğlu. Milli Görüş wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Wir waren natürlich irritiert, dass nur ein Milli Görüş-Vertreter, wie Sie auch schon sagten, ein Vertreter einer Organisation, die in Deutschland vom Verfassungsschutz als islamistisch eingestuft worden ist, die als extremistisch eingestuft worden ist, von der türkischen Regierung als Vertreter der türkischen Diaspora in Deutschland eingeladen worden ist. Samstag in München. Abendgebet in einer türkischen Moschee. Hier freut man sich, dass Ankara auf die deutsche Politik mehr Einfluss nehmen will. Ich hoffe, dass die halt auch für uns auch was kümmern, dass wir hier auch so leben, wie die Menschen in der Türkei her. Auch vom Religiösen her, vom Bildung her. Der bayerische Integrationsbeauftragte hört das gar nicht gern, denn das wachsende Großmachtstreben Ankaras erschwert das deutsch-türkische Zusammenleben. Hier den türkischen Weg, die türkische Regierungspolitik mit einem verlängerten Arm, ein trojanisches Pferd zu haben, das funktioniert nicht, das kann nicht sein und ist nicht im Sinne der Menschen, die hier leben. Es ist nicht im Sinne Deutschland, es ist aber auch nicht im Sinne der Türkei, vielleicht der türkischen Regierung, aber nicht der Türkei. Und wie geht die türkische Regierung mit Kritik um?
Sie spricht von Islamophobie und zieht Parallelen zur Judenverfolgung. Antisemitismus ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, genauso wie Rassismus. Und liebe Geschwister, auch die Islamophobie ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das muss natürlich alle aufschrecken und die Alarmglocken müssen läuten. Und da ist auch auf EU-Ebene muss jetzt endlich auch mit Tayyip Erdogan Tacheles geredet werden. Wenn wir den Eindruck haben sollten, dass die Türkei nach Verfahren sucht, um Integration in Deutschland zu unterminieren oder zu verhindern, dann haben wir ein nationales Interesse daran, da wirklich dagegen auch vorzugehen.